Ah, reingucken. Kommt der Drache wieder hoch? Der ist abgestürzt. Keine Ahnung. Versuche so wenig wie möglich Mobs mitzunehmen. Ah, ich kann ein bisschen mehr mitziehen hier. So. Zack. Das ist ein bisschen schneller hier. Mann, ja. Was wollt ihr denn? Und Trank rein pfeffern. Ey, was mach ich denn? Oh. Oh, ging doch ganz gut eigentlich. Das Mann ist immer nur so schnell alle, aber na gut, da hinten ist schon der Boss. Ja, wir haben es geschafft. Hier sind jetzt noch einmal ein paar Mobs hier. Könnte nicht während der Schlacht essen. Achso. Sollte eigentlich von Akira, weil die auch so heilen, aber naja. Das weiß ich auch warum. Oh. Auch alles erledigt hier. Platz gemacht. Aber noch ein bisschen mehr Platz machen hier für den Boss. Was habt ihr denn hier? Bam. Oh, Drache brauche ich schon mal. Drache. So. Das geht nur dann besser und schneller. Brauche ich doch noch ein paar Heiltränke, das wird gut so. Wenn ihr ein bisschen alle auch mal gebraucht. Nicht immer so einfach. So. So soll es auch sein. So. Sieht soweit gut aus. Alles leer geslashed. So, die brauchen wir jetzt nicht zu machen. Den machen wir noch. Okay, jetzt hat er uns Agro. Jetzt heißt es durchhalten. Ja. Drache schon wieder kaputt oder was? Ne, Drache war auch nicht kaputt, aber naja, ich habe jetzt zurückgepfiffen. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt bin ich sauer. Boah, was? Was? Wow. Ganz cool. Mann, der Typ bricht mich gerade auf. Und Drachen sind auch weg. Bisschen hinter mit denen. Betty, der ist schon wieder ein bisschen anspruchsvoller, finde ich voll in Ordnung. Hat keine Mana mehr. Mana Probleme. Das nervt mich ein bisschen. Aua. Bäh. Boah, Fetti, ich komme ja nicht mal raus. Du prüfe dich. Oh, Drache, ich kann spüren. Mann. Oh. Jetzt helfen wir mal ein bisschen. Aua. Oh. Zack, jetzt ist Schluss. Ja. Porita, Ziele, Bedingungen erfüllt. Hat er was Schönes getrobt? Ich nehme es einfach mit und ins Handelsagent. So, jetzt kommen wir hier oben. Die Dungeon natürlich verlassen auf den schnellen Weg. Und dann gehen wir zurück zur Stadt. Denke ich mal, wo wir auch immer auch hin müssen. Ne? Freunde. Ein sehr schöner Ladebildschirm in der Stunde der Schöpfung. Auratias wurden der Ladebildschirm beendet. So, Drachenbeschwörung. Einen haben wir noch. Und dann zoomen wir ein bisschen zurück und müssen wieder zur Stadt, genau. So, hier fliegen wir auch über diesen wunderschönen See. Sehr schön gemacht. Gefällt mir sehr. Wenn mir ansonsten vielleicht nicht so sehr gefällt, aber doch die Landschaft, so wie sie reingesetzt haben und die Grafik ist, ja, für ein MMO ist es okay. Nichts Außergewöhnliches, aber doch mit dieser Landschaft, mit dieser doch eher schlichten und alten gehaltenen Drachenmythologie, ist ja sehr schön in Szene gesetzt. So. Wollen ja auch nicht sagen, ja.
wie schön Dragon's Prophet ist. Einem gefällt es auch nicht. Hat aber auch seine Schwächen, habe ich auch, glaube ich, schon mal ein paar Mal gesagt. Aber wir sind jetzt hier wieder bei Meltis Apollo. Ich sah die Leuten von der Schwarznacht bei der Verfolgung der Goblins in Richtung gesetzlosen Flucht gehen. Goblins haben vielleicht kurze Beine, können aber verdammt schnell rennen. Aber die schwarzen Nachtagenten sind sehr gute Kämpfer. Die Goblins können nicht allzu weit gekommen sein. Was? Rax Creston sagt, wir sollen vorauslaufen? Gut, dann sollen wir uns auf den Weg machen. Wir treffen uns im Söldnerlager gegenüber der gesetzlosen Flucht. Okay, aber ich gehe mal kurz ins Handelsagent und stelle da mal ein paar Gegenstände rein. Vielleicht werden wir die ja los, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Einfach mal reinstellen. Bisschen Geld machen. Turns-Items hier. Öffne ich das mal. Drachenausrüstung kann ich behalten. Traktion gesperrt. Das kann man verkaufen. Menge, Mindestpreis, Aktionspreis. Keine Ahnung. Machen wir mal 100. So. Lass mal wieder ein bisschen so an die Preise rankommen. Was ist das hier? Hallo, kaufen. Achso, Traktor gesperrt. Na, vielen Dank. Schild. Kann man vielleicht für 1000 reinstellen. Na. 1000. Na gut. Das können wir eigentlich nur verkloppen. Nicht auf I kommen, auf B. So. Unser Weg fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. So, wir stehen ganz kurz vor Level 23. Finde ich sehr gut. Schweinefleisch kann jetzt mal weg. Brauchen wir nicht. Und jetzt gucken wir mal auf dem Map, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt zur gesetzlosen Flucht, wo wir schon einmal waren. Und da die ganzen Nebenquests gemacht haben. Na super. Aber mit dem Nebenquest schneller als wie mit der Hauptquest. Naja. Hin wie her. Nimmt sich ja nicht viel. Gemacht ist gemacht. Bin ich schon vorbeigeflogen? Nein. Naja. Holen wir ein bisschen die Hauptstory nach. Ja, mal mit Rex. Christian. Verdammt, ich hätte nie gedacht, dass der Geier höchstpersönlich hinter diesen Goblin steckt. Das wird eine haarige Angelegenheit. Jo. Identifiziert zusammen mit Meltis Apollo die gesetzlosen Flucht. Okay. Gut, dann heißt es wohl. Wo ist der Typ hin? Doch da reinfliegen. So, los, Flugpower. Komm, gerade hat's auch geklappt, so. Oh, hallo, Drache. Gucken hier. Ach, hier ist Meltis. Ich schütte dich. Helfe dir. Oh, es wird ein haarig. Die Wand nehmen hier. Kein Problem. Das ist eigentlich mein super Schild eigentlich. Oh. Level 23 abgeschieden. Hallo. Ich konnte nichts machen. Ich konnte mich nicht. Ah, zum Kotzen. Sonst haben wir die auch übel zerblättert. Naja, wir sind 23 geboren. Können wir auf jeden Fall ein paar Teile einziehen. Das können wir jetzt hier auch öffnen wieder. Zack, kann man da was bekommen? Nö. Warum auch? Einfache XP-Schmuckkugel erhalten. Aha. Ich höre die ganzen Dinger, was die hier bedeuten, weiß ich noch nicht. Muss ich mal in Ruhe durchlesen. Ach ja. So, aktiviere ich jetzt einfach mal
Keine Ahnung, das von Bedeutung ist. Wir können uns auf jeden Fall hier dieses anziehen. Gucken wir mal, ob der Fokus sich wirklich erhöht. Oh ja, 74 Fokus jetzt. Gehen wir mal ein bisschen noch. Jetzt gehen wir mal hier auf Kondition. Zack. So, 24 können wir den nächsten ausrüsten. Dann haben wir eigentlich unsere Ausrüstung soweit komplett. Complete. So, naja. Der erste Versuch ging nach hinten los. Dann müssen wir mal einen zweiten starten, ne? Können wir noch hoffen, dass Samaltis noch lebt. Und sich nicht den Kopf abhacken lässt. Denn dann ist es alles okay. So. Eigentlich hat die auch einen Buff hier. Ich aktiviere das mal noch. Zack. Zack. Verdammt, das ist eine Falle. Jetzt aber nicht. Ah, wieder hier. Wieder eingeschlossen. Mann. Oh, stirb. Oh, Hinterhalt hier. Trank mal nehmen. Das Mana ist immer leer. Bisschen ausweichen hier. Trank ist auch schon der Tod. Ständigerweise. Halt, warum kriegt er keinen Schaden? Oh. Leutnant, der Kerl, den wir gerade gesehen haben, ist Vendes Complete. Er hatte Seelenklingenblut. Schön, dass du mich in Leine lässt hier.